Hölle macht ihr Typen? Wenn ihr es schafft, das am Anfang gleich in eure Teams einzutragen, wird es gleich mal ordentlich mit angezogener Handbremse starten. Das noch? Schön. Schönes Beispiel noch. Nur bei uns. Nimm eine Firma, die vier kleine Projekte macht. Vertriebsgesteuert, perfekt. Und kurzfristig entschieden wird, wir machen erstmal das Projekt, die vier Wochen. Schieben wir mal dazwischen, unterbrechen wir die Arbeiten. Stichwort Projekttop. Schiebt die Leute in verschiedene Projekte, von verschiedenen Teams hin und her. Ja, jeden zweiten Tag was Neues. Nicht zwei Wochen, zwei Wochen mehr. Ich mache noch was zu Artefakten, die kommen mir so ein bisschen schnittmütterlich gerade vor. Bitte. Diese Dokumentation nur in Wikis oder Google Docs und solchen Konsorten aufnehmen. Bitte, macht das. Die Leute fummeln sich dumm und dämlich, bis es endlich so schick aussieht, wie sie es gerne haben wollen. Kommt nicht auf die Idee, Analog-Dokumentation, wenn sie denn überhaupt geschrieben werden sollte. Macht ein Wiki, das ist klasse. Also, mindestens ein Word. Wir brauchen zwei Wochen, um Software zu finden, wie man so ein Wiki vernünftig bestückt. Und zeigt dann mal eurem Chef, hey, schau mal, wie schön wir die Doku gemacht haben. Die Doku, die ist, kann ich das auch in unseren Firmenfarben haben? Ja. Können wir da nicht was, kann man da nicht die Doku raus generieren? Generieren, Hilka, sei böse mit uns. Ja, du kannst halt alles kaputt machen, indem du einfach sagst, ich mache jetzt eine kleine Variation rein in den Scrum und sage, jetzt machen wir variable Sprints. Ja! Dann kriegst du jeden mit in den Weißblut, mal zwei Wochen, mal vier Wochen, nee, war noch nicht so gut. Muss maximal Schaden machen. Nee. Also wenn Technologie wechselt, dann bist du quasi nicht mehr in der Lage, irgendeinen Sprint vernünftig durchzuführen. Ne? Ja. Wir haben es gerade probiert, allerdings machen wir keinen Scrum. Was funktioniert? Also, dann ruinieren wir. Komm, das reicht. Ich habe auch noch eins, und zwar zu Sprints, geht ein bisschen in die Ilka-Richtung vorne. Sagt den Leuten, wir machen jetzt den Sprint, der dauert zwei Wochen, und dann machen wir mal zwei Tage Pause und dann fangen wir den nächsten Sprint an. Ihr habt also zwei Tage Zeit, wo irgendwas passiert, wo quasi die Leute das fertig machen können, wovon sie vorher schon gearbeitet haben. Ja, genau. Also quasi das, was zwischen zwei Sprints passiert. Das ist wahrscheinlich die produktivste Zeit. Das ist der Release. Codefix. Ach, stimmt. Ja, da wird ganz viel gemacht. Ja, stimmt. Da halt in dem Zusammenhang auch schon gehört. Genau. Okay, hey Leute, es geht noch schlimmer. Wir haben jetzt eigentlich, müssen wir scharf aufhören um 12? Nee. Zwei Stunden Mittagspause dann. Ich fand, wir waren noch so, wir lassen uns so halb warm, ja genau. Jetzt lasst mal irgendwie eure dunkle Seite raus. Was wären so Darth Vader Aspekte bei Scrum Ruin? Ich habe noch eins zu User Stories. Hantiert ihr mit User Stories rum? Funktioniert es eher bremsen oder eher beflügeln? Kommt drauf an, da habe ich nur positive Beispiele insofern. Aber nicht daran, wie die Regeln festgelegt worden sind. Was ist eine User Story? Ja. Wer sich nicht daran hält, Pech. Ich habe ein paar Bremsen. Wenn der Product Owner ist oftmals so aus der Techie-Welt entwachsen. Er war früher mal Entwickler und dann hat er den Orden dran gekriegt und jetzt darf er auf einmal Requirements definieren. Aber irgendwie will er ja immer noch zeigen, dass er es eigentlich noch drauf hat. Er versteht diesen ganzen Techie-Kram schon noch. Er schreibt also keine User Story, die lautet, was weiß ich, wenn noch mein Beispiel war immer Logging. So als Administrator will ich die Anzahl der gleichzeitigen Benutzer einsehen können, damit ich bei Bedarf, was weiß ich, noch einen Server hochfahren kann. Also so quasi den Entwicklern nicht die Brille geben, aha, er will noch den Server hochfahren, also müsste ich vielleicht auch schon mal an Load Balancing sehen und bei meiner Webanwendung an Stateless denken, keine Sessions und weiß der Teufel. Sondern als Product Owner machst du es maximal scheiße, wenn du dann irgendwie deine Techie-Sicht noch reinbringst und sagst, als Webservice möchte ich aus der Tabelle Current Users die Spalte Maximum auslesen zu können,
Grund schreibt man gar nicht dazu. Bei den Akzeptanzkriterien schreibst rein, wie du dir den Namen dieser Komponente wünschst, weil es soll ja im Dateisystem alles ordentlich ausschauen. Bei Testkriterien schreibst rein, nicht was sie testen sollen, sondern wie besprochen. Ja, ja, siehe Mail, siehe Mail, siehe Mail. Genau. Und mach ein paar davon und das Sprint Planning wird richtig Harmonie-Soße. Und jedes Bürgerrecht ist eine User-Story. Damit kann man es komplett aushebeln. Wenn du alles und jedes, die irgendjemand machen soll, zu einer User-Story hochlobst. Und es dann immer in dieser lustigen Schreibweise schreibst, auch wenn es keinen Sinn macht. Ne? Genau, gebe niemals Nutzen an. Ja, lass das Ziel weg. Ja, bitte keinen Nutzen, weil du weißt das sowieso nicht. So kann man es auch verargumentieren. Das ist, geht ganz doll in diese technische Richtung. Und User Stories in Form von E-Mails bitte. Okay. Ja, also weil wir können uns ein Board nicht leisten, kostet entweder gar nichts oder um die 500 Euro. Und oder so eine analoge Variante ist sowieso doof, weil ja dann die Putzfrau die Aufgaben erfüllt hat. Nein, macht bitte E-Mails, ist viel besser. Ja, E-Mails. Das sind ja Techies, ne? Ja. Auch so mit Abstimmung. Ihr müsst ja auch nicht im Daily Scrum euch abstimmen. Wozu haben wir denn dieses Jira eingeführt oder diesen TFS? Man kann Message-Ping-Pong spielen. Am besten so, dass man sich hinter seinem Bildschirm versteckt, weil sonst würde auffallen, dass der, dem man die Message schickt, genau gegenüber sitzt. Das kann Stunden und Tage lang gehen. Wozu hat man denn diese Tools? Die haben Schweinegeld gekostet. Habt ihr noch mehr Sabotage-Tipps zum Tooling auch? Wir sind doch Tool-Leute, oder? Das geht eher in Richtung... Also, na, ja, nur elektronische Tools benutzen. Ja, ich finde bei den User Stories, da können wir noch ein bisschen ansetzen. Weil das mit dem Ziel, das ist doch eh klar. Jedem, warum soll ich das noch aufschreiben? Genau. Wenn du es aufschreibst, nenn es einfach, wir wollen ein Stück Software bauen. Ja. Software legen dann zu mir. Und Software, die Entwickler sind diejenigen, die das Level of Done definieren. Ja. Bitte, bitte. Niemand anders weiß es besser als der Entwickler, welche Daten aus welcher Datenbank wie gelesen werden müssen, damit sie richtig sind. Eigentlich müsste noch ein Punkt dazu genommen werden. Für Tests bitte das Live-System benutzen. Nicht. Ja. Es ist nicht möglich, irgendwas zu synchronisieren oder sowas, ja, oder mal eine fertige Datenbank irgendwo hinzulegen, die irgendjemand testet. Nein. Ne? Zeigt den Entwicklern bitte nicht, dass es möglich ist, zwischen Debug und Release umzuschalten. Ja? Oh. Über Entwickler kann ich viel meckern. Und ich bin selber einer. So, und dann die E-Mails als User Stories, das finde ich total schön. Das ist praktisch, weil... Weil er einzelne Personen verschickt, nicht an das ganze Ding. Und dann ist diese Person schon direkt... Na, die E-Mails als User Stories müssen wir dann an dev@firma. Nee, ich würde es direkt an dem Entwickler schicken. Das habe ich doch, der ist ein Gewinner. Der Rucksack muss es doch... Ja gut, ich bin damit schon jetzt sehr beim Kanban, wo dann sich irgendjemand raussuchen kann, wer es dann realisiert. Wenn ich alle schicke, irgendeiner macht es. Oder gar keiner, genau. Oder gar keiner. Ich habe auch echt gute Erfahrungen gemacht, mehrere Backlogs zu führen. Damit weiß eindeutig keiner, was zu tun ist. Mehrere Backlogs zu führen? Also damit... Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört. Wenn man vorher fertig sein sollte und man Aufgaben nachziehen will, man hat eindeutig die Chance, falsch zu liegen. Das ist super. Und hinterher die Entwickler so richtig fertig machen. Und du kannst dich auch immer rauswählen, so, ach, ich habe in dem anderen Backlog geschaut. Ja, genau. Mehrere Backlogs? Ich meine, das ist ja krass. Unpraktisch. Ich meine, du kannst fünf verschiedene und dann kannst du jeder raussuchen, was ihm gefällt. Und eigentlich im Grunde arbeitet man fünf verschiedene Sachen ab. Das ist doch klar, alles doch leer. Okay. Ich habe noch eins. Man kann den AO blenden. Wir sollten ihn sogar blenden, sonst kommt er auf die Idee, dieses Scrum ist vielleicht doch noch zu irgendwas nütze. Und außerdem ist dieses Definition of Done Things Quatsch. Ich will ihm nicht nur was zeigen, wenn ich es komplett fertig habe, sondern ich habe es dreiviertels fertig und es schaut schon mal total sexy aus. Ich weiß, der versteht eh nicht, was ich im Backend tut, also mache ich zuerst die Oberflächen, zeige ihm zuerst mal alle Screens. Sagt dann noch ganz leise, ja, Business Logic macht man noch. Ja, boah, das geht ja schon alles. Er läuft zu seinem Vertriebsmann, der läuft los und verkauft und ihr denkt, fand ich schon. Also ich habe es
empirisch bewiesen, es funktioniert wirklich als Bremse. Das ist ein Zettel in der Farbe wert. Ich halte den nur hoch, ich glaube, die meisten wissen das schon. Erzählt den Leuten das Blau vom Himmel. Ja. Oder befähigt zumindest den Product Owner dazu, das Blau vom Himmel erzählen zu können. Ja. Er verkauft es, weil du es gerade gesagt hast, er verkauft es und die Firma geht pleite. Ich habe davon zwei Firmen erlebt, bei denen das so passiert ist, wo der Product Owner unterwegs war als Vertriebsmensch, ist losgegangen und hat gesagt, Alter, hier, das können wir alles, das können wir alles, das können wir alles. Und es ist morgen fertig, es ist morgen alles fertig, haben mir meine Jungs gesagt. Die Firma ist tot. Nein, also das ist das berühmte Blau vom Himmel. Und bei den Tools habe ich unten jetzt U-Track, Trello, Agile Zen, sonst nichts. Also keine analoge Variante bitte wählen. Die Leute, die Entwickler, die sonstigen Leute, fühlen sich sonst nicht wohl. Gerade bei den Leuten, die im Homeoffice sitzen, die müssen ja auch irgendwo ihre Tickets umhängen können. Ja? Und was noch richtig großen Spaß macht, entwickelt am besten gegen diese elektronischen Tools noch eine Software, die den Product Ownern hilft, die Tickets einzustellen. Gibt's? Das gerade da. Es gibt eine Webseite bei uns in der Bude, da sind mehrere Firmen, die dort arbeiten. Die arbeiten miteinander im Dienstleistungskonglomerat. Und gibt es für die Product Owner ein. Und bei dem Pick gebe ich ja dann auch an, wie viele ich gepickt habe pro Borderline. Also ich gebe ein Pick quasi. Schock, das ist kein Zustand, sondern ein Ergebnis, dass das fällt. Der Short ist quasi ein Vorgang, den ich durchführe. Also ich sage dem System, aber ich sage nicht diesem System, ich mache jetzt den Short, sondern ich melde dem SAP-System zurück, ich mache den Short. Also das ist auch in dem Kontext quasi relevant, quasi diesen Short weiter zu bearbeiten oder mit diesem Problem, was sich aus dem Short ergibt. Ja, quasi ist der Short Resultat von Pick? Kann man das so sehen? Ja. Ist eine andere Art von Pick im Prinzip. Ja. Das wäre zum Beispiel auch schon wieder so ein Thema, jetzt genau diese Aussage. Es ist ja eigentlich eine Art von Trick, könnte ich mir wieder Gedanken machen quasi. Könnten irgendwann noch andere Art von Pick quasi kommen, dann wäre das jetzt im Prinzip im Hinblick auf die Implementierung überlegt, dann könnte ich hier zum Beispiel den Strategy Pattern. Ja. Und so ist es halt genau, das kann ja auch sein, jetzt dazu quasi sagt, okay, du kennst jetzt diese Varianz da drin, vielleicht im Moment noch nicht, aber dann müsste es halt später irgendwann, wäre das jetzt so ein Refactoring, wo du sagst, quasi weg von zwei Methoden hin zu Strategy, so ein Refactoring. Auch der Pick ist ja ein aktiver Vorgang. Ja. Und vielleicht würde so diesen Vergleich hin zu, wie würde ich es unter Umständen klassisch implementieren, ohne Domain-Driven Design, da würde ich vielleicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt hier quasi das Ganze mal abgebildet, habe im Prinzip eine List of Pick-Tasks und dann sage ich halt einfach List.remove quasi. Aber das macht halt wieder diesen Domain-Prozess eigentlich nicht explizit. Natürlich würde irgendwo auf eine Liste dann wieder irgendwas entfernt, unten im Code, aber das wäre im Prinzip so ein Implementierungsaspekt. Also ich versuche jetzt im Moment mal so ein bisschen, weil wir auch relativ klein Box schon wieder sind, vielleicht dieses Denken oder dieses, was würde ich im Code tun, quasi immer so ein bisschen. Also Pick and Shorts wären also klassische Domain-Events, wenn wir rausgucken würden aus der Pick-Task-Kommissionierung zu nehmen. Genau. Oder im Model-Kontext ist es ja dann der Schuh. Auch das hier jetzt bitte. Welche Möglichkeiten hätte ich bei der Implementierung? Wir haben jetzt gerade diesen Begriff auch gebracht, Domain-Event. Ich finde das Ganze jetzt natürlich auch eventgetrieben ein Stück weit. Also ich sage nicht nur, ich habe hier den Pick und ich führe quasi schon was drauf aus, sondern ich könnte jetzt auch sagen, ich hätte jetzt hier vielleicht eine Service-Bus-Infrastruktur und ich sage jetzt hier einfach, ich werfe dieses Event, Pick ist passiert und wenn ich jetzt diese Queue hier im Prinzip wieder betrachte, dass sie quasi in dem Kontext überhaupt nicht bekannt ist, weil das brauche ich ja an der Stelle hier immer nur den aktuellen nächsten Pick-Task. Das heißt, diese Queue, die gebe ich ja im Prinzip hier in diesen Kontext gar nicht rein. Ja. Das heißt, ich könnte jetzt hier im Prinzip auch sagen, okay, der hier wirft mir dieses Event auf den Bus und er ist eigentlich dafür zuständig, quasi diesen Pick-Task dann aus dem Bus oder aus dieser Queue zu entfernen. Habe ich beim Event eigentlich jemanden aus? Was war die Frage?
habe ich beim Domain-Event immer einen Service Bus? Oder wie würde ich das im Code implementieren ohne einen Service Bus? Du kannst das mit einem In-Process Bus genauso machen. Solange du machst halt einen Service Bus in Memory. Okay. Wenn du es verteilen willst. Aber der Verhaltensdesigner sagt, okay, diesen Button packe ich jetzt nicht neben den Button, weil das verwirrend ist. Genau. Oder warum an welcher Stelle zum Beispiel ein Button hingehört, in Anführungsstrichen. Das eine Rolle, das sind ja Rollen. Die eine schließt die andere nicht aus, oder? Es schließt nicht aus, dass es beide Rollen gibt, und es schließt auch nicht aus, dass der eine und derselbe sozusagen dieselbe Person ist. Aber ich behaupte, dass es diese zweite Instanz sozusagen nicht gibt, wo man sich wenig Gedanken darüber macht. Das gibt es im Webdesign gibt es das, ist es langsam angekommen. Jeder hat vielleicht schon mal was von Call to Action gehört. Ja? Amazon gibt es immer einen Call to Action. Es gibt irgendein Element, was schreibt, leg mich an. Ich bin der Typ, der dir sagt, du musst angehen. Ja. Gibt es immer bei Amazon. Ja? Und das ist genau der, der sich mit Verhaltensmodellen beschäftigt. Weil es gibt zum Beispiel in der Psychologie einen schönen Effekt, Reihenfolgeneffekt heißt der. Und zwar, bei einer Entscheidungswahl ist eigentlich nur das erste Element wichtig und das letzte. Dazwischen ist Rauschen. Es gibt wieder Hausnamen, die können die Telefonbücher auswendig und alle Straßennamen und so weiter. Die Typen sind weiter das wissen alle. Die wollen alle ausschließen aus diesen Studien. Aber eigentlich war eine Entscheidung immer das erste Element und das letzte wichtig. Und jetzt könnte man sich fragen, wenn ich Amazon bin ein Softwareentwickler, ja, ich kann ja immer das erste und das letzte Element sozusagen gleich sein lassen, was ich anzeige. Andere Kunden haben auch gekauft und zeige immer zwei Elemente an. Egal was der Typ anwählt, nehme ich die, wo die Marge am höchsten ist. Und nicht zu sagen, aber irgendein ganz komplizierten Algorithmus das versuchen, ja, wenn der das ausgewählt hat, dann hat er das auch nicht ausgewählt. Ich sage einfach für die, also ich simuliere sozusagen einfach immer, wie das so aussieht, als wären es immer die sozusagen Elemente, die einfach Kunden gekauft haben, kann ja kein Mensch nachprüfen. Da gibt es ja keine Wirtschaftsprüfungsinstanz, die das tatsächlich validiert. Das ist sozusagen immer das erste und das Element, sozusagen einfach irgendwie immer in derselben Position hat. Ja, der Typ hat immer SGS4 gewählt und SGS5 für 799 Euro, muss gut sein. Und das ist tatsächlich, also was ich euch erzähle, ist kein Scheiß, so, das ist irgendwie, das hat sich ausgedacht, sondern das basiert alles auf Studien aus der Psychologie, die man auch auf Software angewendet hat. Da war meine Füchchen erwähnt, da gibt es an der Berliner Charité eine Studie, die hat herausgefunden, dass die emotionale Reaktion aufgrund einer Schriftgröße sozusagen abhängig ist. Also, Steuerzahler in ganz kleinen, ja, okay, Steuerzahler in solchen Ländern, kann man tatsächlich sozusagen messen, ja. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja natürlich, was er erzählt, mag stimmen, weil das heißt auch, das kleine Produkte. Warum macht man das eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren so in der Wirtschaft, dass man einfach Sachen, die kriegt, die man als kleine Produkte erzählt? Jetzt muss ich die sauberen Themen schmeißen. Ich wollte mal noch kurz zeigen, wie man hier beim Open Space erreicht, als zwischendrin immer die Diskussionen entstehen und so. Ja, aber das habe ich noch gar nicht aufgenommen. Ich habe eben bisher immer nur die Session. Die sind gerade eben abgeschwiffen und das war das Gefühl. Bierstimmung. Ja, genau. Also, Uhrzeit, guck auf die Uhr. Also Spiele mache ich weniger. Das ist schade. Ja, da komme ich nicht so richtig klar. Achso, da muss man mal anschauen. Das verstehe ich nicht so richtig. Ja, aber Business selbst zu machen. Ja, okay. Keine, also wir brauchen hier loswerfen und sagen, das ist Microsoft, die Lieferadresse rausgelöscht, ja, deine Shipping-Adresse hinzufügt, auch die Lieferadresse, die Rechnungsadresse hinzufügt. Das sind ja einzelne Schritte und was ja auch sehr assistentengetrieben ist. Und wenn wir die klassische Architektur anschauen, wie ich vorher kurz erwähnt habe, was ist denn da so die Lösung? Wie kann ich sowas eigentlich skalieren? Und die Lösung, die uns halt in dem Fall Oracle vorschlägt, ist, ja bitte kauft doch den nächstgrößeren Server, kauft die nächstgrößere Lizenz, gib uns noch mehr Geld im Jahr. Und ich kenne Kunden, die haben halt, die zahlen im Jahr für die Oracle-Lizenz 200.000 Euro. Ja, das ist halt für kleinere Firmen vielleicht nicht so das Angenehme. Wenn ich jetzt mal eine App machen würde, so wie wir die letzten Tage jetzt gesprochen haben, und wenn ich keine 200.000 Euro für eine Lizenz für Datenbank ausgeben, wo ich nicht mal weiß, ob das überhaupt angenommen wird von Kunden. Der wesentliche Punkt ist, hier skaliere ich natürlich für den Spitzenfall. Zum Weihnachtsgeschäft zum Beispiel. Aber es ist mit den anderen 340 Tage im Jahr.
Da habe ich das Ding hier rumstehen und brauche es eigentlich nicht. Die Lösung ist, bleiben wir mal stehen, drehen wir uns um und überlegen wir, was wir eigentlich da die ganze Zeit machen. Was ist eigentlich von Firmen wie Microsoft und Oracle vorgewendet? Und der erste Schritt ist halt, bringen wir den Kontext rein, bringen wir Werbung rein, was wir da eigentlich machen. Nämlich genau sowas, ein Buch wird hinzugefügt. Das Buch ist wieder rausgelöscht worden, die Lieferadresse wurde hinzugefügt. Warum verlieren wir das im Moment? Das sind ja total wertvolle Business-Informationen. Und wir haben gestern zum Beispiel darüber gesprochen, über einen Audit-Log. Ja, und kennst du meine Applikationen? Audit-Log ist im Endeffekt irgendeine Log-Datei oder Tabelle im SQL-Server, wo halt drinnen steht, welche Werte sie verändert haben. Im besten Fall noch vorher, nachher. Aber warum sie die geändert haben, das weiß keiner. Hat er einfach die Daten geändert oder war das wirklich businessrelevant? Wenn wir jetzt diese Werbung hinzufügen, dann haben wir vom Kontext her viel, viel bessere Aussage. Was passiert denn da eigentlich? Ja, da hat das Buch hinzugefügt. Ist ja ganz was anderes, wie wenn ich jetzt einfach eine neue Zeile habe in der Tabelle. Also gehen wir eine Ebene höher auf die Domäne, auf die Business-Ebene. Und was heißt das dann eigentlich als Konsequenz? Verwenden wir die Werbung? Wir haben natürlich Klassen dann und verwenden wir doch einfach den Klassennamen, um das zu beschreiben. Weil es ist einfach ein Unterschied zwischen einer Adresse auf ein Formular einfach korrigieren in unserer Jagdterminfahrt-Applikation oder ist doch umgezogen. Ja, wenn ich zum Beispiel eine Bankensoftware habe, dann ist das vielleicht eine ganz nette Information, wenn ich weiß, dass der Kunde umgezogen ist. Weil dann sollte ich vielleicht in meinen Systemen die Adresse auch nachziehen. Oder der Bankmanager kommt her, ich würde gerne wissen, wie viele Kunden schließen eigentlich das Konto, nachdem sie umgezogen sind. Sollten wir da nicht gegensteuern? Wenn jetzt dagegen, dass ich ändere jetzt mal eine Adresse in der Datenbank gegenüberstellen, dann würde ich mir in dem Fall eher schwer tun. Wenn ich den Kontext dabei habe, dann kann ich darauf auch reagieren. Wie kann man das von der Oberfläche her machen? Das war halt der Punkt, der für mich jetzt am schwersten war, mal diesen Wechsel von unseren Formularen, von Aliens langen Formularen, weg zu dem Konzept, dass wir vielleicht kleinere Objekte